Au, ein Dietrich. Wie schön. Da hat wohl jemand vergessen zu übersetzen. Hey, ein Knochen. Ich kann wieder euch verbrennen, ne? Euch zu Asche machen. Knochenmark. Warte mal. Wie viele ist... wo haben wir es? 5 Gold sind die wert. Und die Knochen haben ja keinen Wert. So kann man eigentlich auch Asche machen. Also Kohle, ne? Mit Asche. Asche machen mit Asche. Ja. Die Erkenntnis des Tages. Dreckige Schuhe. Ihr geht. Könnt ihr die nicht mal waschen? Du scheinst auch keinen. Hier ist ein Dolch. Dolch, Dolch, Dolch. Dolch, Dolch, Dolch. Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Ist er das? Ach, Chicken, Concentration. Geht doch. Ja, das Becken des Pelagius. Ich habe eine uralte... Ein Beckenknochen gefunden, der die kleine Inschrift Pelagius der dritte Sonnenaufgang trägt. Hat er sich seine Knochen tätowieren lassen? Der Pelagius ist echt des Wahnsinns. Es könnte etwas sein, das Una Amina sich für ihr Kuriositätenmuseum wünscht. Der Wahnsinn des Pelagius. Er war so wahnsinnig, dass er sich seine Knochen hat tätowieren lassen. Das Fleisch ist schwach. Licht ist alles. Ja, das Licht ist alles. Was ist denn das Licht? Schatten. Mone, das eine gibt's doch auch das andere nicht. Hinter mir. Da oben? Vorzimmer? War ich da unten schon? Ja, hier ist ja das Kätzchen. Ach, Chicken, dein Orientierungssinn ist mal wieder 1A. Ja, ich weiß. Das Fleisch ist schwach. Das Licht ist alles. Schön für dich. Hier war ich noch nicht. Sieht man daran, dass hier noch Dinge liegen. Ich weiß gerade nicht, was passiert, wenn ich die dann angreife. Ob dann alle Apostel gegen mich sind. War wahrscheinlich, wenn er dann Hilfe holt. Wahrscheinlich. Ach komm schon. Weil ich wieder meiner kleptomanischen Natur entgegenwirken muss. Aber hey, immer wenn ich die Welt in Videospielen rette, werde ich zu Kleptoman. Ich muss diesem Leitsatz treu bleiben. Fleisch ist schwach. Ih, wer denn da aufgekotzt? Ist das Kotze oder wie? Stell ich mal auf den Tisch. Auf den Tisch! Auf den Tisch. Ja, Athletik hat sich verbessert. Euer Motto war schon immer, warum gehen, wenn ihr auch wenn ich auch laufen kann? Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Oh, ja, Schlickschreiter, das wäre schön. Jetzt ein Schlickschreiter.
Jetzt zahlen sich die vielen Stunden des Rennens und Schwimmens endlich aus. Ihr seid nun Experte der Athletik. Euer Ausdauerverlust beim Rennen und Schwimmen beträgt nur noch 25% des Normalwerts. Ja, darf ich jetzt auf den Tisch? Wie jeder und alles hier versucht, mich daran zu hindern, auf diesen Tisch zu kommen. Will ich eigentlich wissen, was das für weiße Dinger sind? Naja. Wir lassen es einfach unkommentiert im Raum stehen, ne, Tünü? Sollen die Leute sich selber überlegen, was das ist? Sehr schwer. Moment. Questmarker zeigt mir aber nicht an, dass hier eine gewisse Person ist, sondern sie zeigt an... drei Aposteldolche. Sag mir, dass das die Waffenkammer ist. Ja? Nein. Ich habe die drei Dolche gesammelt, die Rakerna verlangt hat. Ich sollte zu ihm zurückkehren, damit er Sirta umbringen kann. Ja, denn alles andere wäre schwachsinnig. Wahnsinnserz. Sieht interessant aus. Was ist denn so in deinem schicken Bettchen? Ich bin ja hier ungesehen, ne? Obwohl ich eine Fackel trage. Die Mitte schicken, die Mitte. Die goldene Mitte. Mach doch die Mitte zuerst und brech dir einen Dietrich ab. Oder zwei. Oder drei. Sag ich doch. Aber ein vierter wird mir nicht abbrechen. Haha. 548 Gold. Ich glaube, davon kann ich mir neue Dietriche kaufen bei meinem Hehler in Bruma. Habe ich auch dringend nötig, ne? Hier ist aber jemand sehr kunstfreudig. Was ist das denn? Totenschädeltor mit nacktem Typ. Ja. Ein Ordnungskristall? Hast du etwa die Ordnung hier reingelassen? Das Licht scheint in uns. Böse. Ah, bringen wir dem kleinen Kätzchen. Kätzchen! Oh. Ich wollte schon sagen, haben die, hat sich natürlich wieder resettet, aber ist noch alles unge... Oh. Warte. Ich komme da dran. Feuerball, noch irgendwas und Geschicklichkeit, glaube ich. Ich probiere es mal aus. Vielleicht kann ich dir mit einem Schleifangriff töten. Ich töte die Leute mit einem Schleifangriff. Noch mehr Dolche für mich. Gebundener Bogenschlüssel zu irgendeiner Kammer. Na, ich kann ja unterwegs aufräumen, Büschchen. Solange sie Dolche tragen, ne? Gehören sie ja zur Citra. Hallo, beschworenes Ding, das nicht beschworen wurde.
Guten Tag. Ja, hallo. Du bist lieb, ne? Du gehörst zur Katze. Geh weg und ich mache hier klar Schiff. Ob ich sowas überhaupt machen sollte? Nicht, dass das Kätzchen dann böse wird und meint, ah, die hätten wir doch zu uns machen können, zu unseren Leuten. Ah, trägst du eine Waffe? Ah, ich lass dich mal vorsichtshalber am Leben. Hier sind wieder die Leichen. Hier liegt niemand! Er denkt sich, wo ist das Becken hin? Eine Erdbeere. Ja, eine Erdbeere. Was der Liebe, ne? Ohne Messer. Wunder dich nicht, dass da irgendwelche Leute liegen. Ist einfach so. Ich gebe dir gleich die Leute, ne? Ich räume nur ein bisschen auf. Was sei denn? Doch, du kriegst auch ein Dolch. Das heißt, du bist auch einer der Bösen. Ausdauer. Ich habe ganz viele Dolche für das Kätzchen. Ja. Du trägst auch ein Dolch. Ja, der einen Dolch trägt, muss sterben. Du brauchst auch nicht in der Tür einfach stehen zu bleiben. Der ist nicht gestorben wegen mir. Der ist die Treppe runtergefallen. Sieht man doch. Der ist ganz klar die Treppe runtergefallen, ne? Der ist ausgerutscht. Und hat sich das Genick gebrochen. Das sieht doch jeder, ey. Ihr Gesang führt uns. Ja, dann tut ihr Gesang euch führen. Habt ihr mir die Dolche gebracht? Ja, hab ich. Ihr habt sie? Wirklich? Gebt sie mir. Mich dürstet nach Sirtas Blut. Sirtas Blut. Hier, nimm. Heute Nacht wird das Licht für alle leuchten. Heute Nacht findet Sirtas Zeit ein Ende. Juhu! Nieder mit Sirta! Rennst du jetzt zu deinem Kumpanen? Wundere dich nicht über die Leichen, die hier liegen, ne? Ich hab die nicht getötet, die sind alle ausgerutscht. Und haben sich das Genick dadurch gebrochen. Nehmt diese Dolche. Tötet sie. Und wir können uns endlich auf den Weg zur wahren Erleuchtung machen. Naja, ihr seid ja quasi noch zu dritt. Ihr, meine Brüder. Endlich werden wir frei sein von Sirta. Kommt, es ist an der Zeit. Ich stehe hier. Ich stehe nicht dort, ne? Mal so gesagt. Hallo! Lakeran! Ihr kommt zu mir mit gezogenen Klingen? Was soll das bedeuten? Untertitel, please. Leute wollen mitlesen. Um euch von eurer Qual zu erlösen, meine liebe Sirta. Keine verlorenen Erinnerungen mehr. Keine Täuschungsmanöver mehr für uns. In den Abgrund werden wir euch schicken. Und ohne euch werden wir das Licht gewinnen. Ihr Narr, ich bin das Licht. Kommt, wenn ihr es wagt. Ich werde euch für alle Ewigkeit in die Dunkelheit schleudern. Ich werde euch in die Dunkelheit schleudern. Nicht weglaufen, du. Du wagst es, in diesen heiligen Ort einzudringen? Ja.